Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Spieletest. Heute wird Obensäuer angezockt. Ein Name, der total leicht von der Zunge rollt. Obensäuer, Obensäuer, ich habe keine Ahnung. Vielleicht spricht man das auch ganz anders aus. Ich kann es auf jeden Fall nicht. Und ja, hört sich ein bisschen komisch an. Habe ich noch nie von gehört. Den Key habe ich dennoch gerne genommen. Habe ich über Keymailer bekommen und würde sagen, das testen wir doch mal. Ich lese mal vor, worum es da geht, und dann wisst ihr wahrscheinlich relativ schnell, warum ich mich eigentlich drauf freue. Obensäuer ist ein Urban Survival RPG Game, where you become a property manager of a rundown, unfinished tenement building in an isolated quarantine district of Obensäuer. Scheinbar die Stadt, aber wo auch immer das liegt und so. Maintain and upgrade your tenement for rent, uncover the secrets of this infamous district and grow your wealth with... Ja... Weiß ich auch nicht. Gucken wir einfach mal. Und ich würde sagen, nicht lang schnacken, wir machen direkt den Test. Bis gleich. Loist Interact. Ah, okay. Obensäuer. Angenehm. Hello? Am I in the right place? Why is it so dark in here? Ja, mach Licht an. I brought the red ones. And? Hello? Anyone? Hey. Was zum Teufel ist hier los? The city of Stahlburg has made great progress in dealing with its homeless crisis. Ja. Due to recent efforts to relocate all homeless individuals to the district of Obensäuer. Ach so, locally known as Open Sewer. Ja, klingt total gut. Also die Obdachlosen einfach in einen Distrikt umsiedeln. Naja, der scheinbar irgendwie so ein paar Probleme hat. Unfortunately, the Obensäuer area has been ravaged by some kind of fungal disease. Ja, super. Also, macht total Sinn, da die Obdachlosen hinzuschicken. The disease is believed to be caused by green glowing mushrooms found all over the district. Ah ja. Also, die bösen, bösen Pilze machen das alles hier kaputt. Ja. Now the government is planning to completely eradicate these mushrooms from the city. Ah ja. Und das mit einer Bombe oder... Resident Evil? All individuals who have been diagnosed with a fungal disease have been evacuated to a quarantined area within Obensäuer. Hm. As researchers are still trying to find a cure. Okay, also... Ja. Gut. The massive influx of new residents has created a major housing shortage in Obensäuer. Alter, wer will denn da leben? Jeder will doch raus da. Reports of violence, famine, poor hygiene, alcohol-related problems and various diseases from low... Alter, voll schnell. Ja, konnte ich nicht zu Ende lesen. Müsst ihr euch jetzt denken, was da steht. Hallo? Okay. Das sieht nicht gesund aus. Entering or leaving the current... Ja, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Also, wir dürfen nicht raus und nicht rein. Toll. When you are at the bottom, the only way is up. Ja. Cool. Ja. Ich hab Bock.
Da an der Wand. Sieht aus wie Kassettenrekorder. Okay, look around. Mach ich. Uah. Sehr gut. Interact. Hm? Ja. Cool. Tab Menu. Alles klar. Backdrop. Drop. Switch Tab. Use Item. Hm. Grafik ist irgendwie eine Mischung aus Pixel Art und doch nicht Pixel Art, weil guck mal, hier, wenn man nah dran ist, ist alles verpixelt. Aber wenn man weit weg ist, sieht das, wie soll ich sagen, normal aus, gut aus. Also hat seinen eigenen Stil, sage ich mal. Oh, empty glass bottle. Ihr wisst ja, ihr kennt mich jetzt, wenn ihr schon ein paar andere Tests gesehen habt. Man kann nie genug haben. Lieber haben als rauchen, genau. Door locked. Gut, okay. Oh. Move. Okay, Doppelklick macht direkt drüber. Tab kommen wir raus. Sehr, sehr schön. Warum hat er eigentlich so ein... Egal. Alles. Hallo? Interview. Loki Pakavan. Pakanen. You have to ask a few questions for your own safety. Some of these questions are personal. This information is important for finding a cure for fungal disease. Ah ja. Are you ready? Ja. Personal, what do you mean? Why do we have these screens? I have no reason to be here. Let me out. I'm ready. Reason why you got relocated to Obensäuer. Mushroom addict. Mushroom addict plus 30. Bitte was? Shroomshine enjoyer. Alcohol addiction 15. Mushroom addiction 15. Filthy boor. Smoking addiction 20. Fungal disease 10. Wow, was für eine Scheiße. I shouldn't be here. Random addiction 30. Toll. Oh Gott. Tja. Nehmen wir das, dann ist es nicht ganz so hoch. Also 30 klingt halt schon so viel. Und Addiction mit 30 scheinbar. Vielleicht können wir das versuchen, ein bisschen runterzuhalten. Do you have any relatives, family, close friends? I have a family. This choice may have consequences in the future. I have someone. Mm-hmm. Just a cat. I'm alone. Ja, ich habe Familie. Who exactly do you have any kids? Husband and kids, wife and kids, husband, wife. Wife and kids. Do you have anyone who could pose a risk? Who you? No one. Crazy neighbor, police, devil's angels, niemand. Do you feel dizzy sometimes when drinking alcohol, when smoking mushrooms? Smoking mushrooms? Never, I feel healthy. Random addiction. Warum denn? Ich hab doch nichts gemacht. Almost every day. Toll, ich habe jetzt bei dem anderen schon Alkohol und... War das noch? Nehmen, random. Fuck! Have you seen any hallucinations or something strange that has drawn your attention? Mushroom addiction, ich will doch nicht. Fungal disease nehmen wir. Ja, yeah, cool. That's all. Danke. You're going to get this. Was denn? Unfinished block of flats. Wow. Danke. There has to be something wrong with this. Whatever. You get the whole building. It's yours. Its location should be marked on the map in front of you. Do you have any questions? What am I supposed to do with it? Maybe you should go there and investigate it first. It is not really our job to say what you should do with it. Und warum gibt ihr mir das? We don't have an answer for that, because we don't decide these things. But we believe it's a mistake. Cool, danke. There is currently a severe shortage of vacant apartments and there are many people without a home. Also bin ich jetzt bald vermieter. Cool. There are a few things that would be good to know. First of all, they have their own money called Open Sewer Coins. Or simply OC. Okay.
Second, Obensäuer is full of sick and unique people, so be careful. And finally, stay away from green mushrooms. Can I go now? You can go. But before that, be sure to take your package with you. We'll send it to you in a moment. Wait at the vending machine. So, Map. Wow. Okay, hier muss ich also hin. Und ich bin hier. Also hier raus und dann... Rauszoomen? Aber reinzoomen. Ja. Okay, strange. Tasks. Ja, da muss ich jetzt hin. Das habe ich schon verstanden. Cool. Ich hab Sachen gekriegt. 200 OC habe ich jetzt und 101 RM. Real Money? Keine Ahnung. Residents bring their own furniture. Gut. Also vermieten wir nicht möbliert. Ah, Bewegungsunschärfe. Ich hasse es wie die Pest. Naja. Oh, kann man das ausmachen? Ja, auch nicht. Hallo. Excuse me, sir. Mhm. Are you the last one to come through the border? My husband was supposed to come here, but I haven't heard anything about him. I'm starting to get worried. Ja, solltest du wahrscheinlich. Aber weil du hier drin bist und er nicht. It's been tough without him. You seem to be alone too. Do you know anyone who lives here? No, but I have a family. It's none of your business. I hope you get back to your family and that they don't end up here. Anyway, you must be hungry. You should get some pea soup from the aid organization. It was called Redemption something. You can't miss that big bazaar sign. It's right next to it. I also recommend collecting bottles. There is a bottle return machine inside O-Market. Oh! You get a few coins. That's how I started until I got a job. If you don't have a place to sleep, there's a cheap hostel in the Koloha building. It's not wise to sleep on these streets. You could get robbed or worse in your sleep. Okay, I hope these tips will help you. Ja, danke, sehr hilfreich. Also, you might be able to get some good advice from others too. Where can I buy food? Thank you. Ja. Ich will ja eigentlich jetzt mein Gebäude sehen, ne? Okay. Oben soll ja Detention Center. Market. Da ist der Bazaar. Dr. Pena MD. Medical Expert, ja. Stimmt. Roller fahren können wir vielleicht auch. Hallo. Agnes. Die sehen alle ein bisschen strange aus. Ich will jetzt erstmal mein Gebäude sehen. Kommen wir da hin? Oh. Vielleicht müssen wir doch mit denen quatschen. Fangen wir mit der Agnes an. Hallo. My men don't know how to go to the bathroom without making a mess all over the place. Sorry, I was just thinking something. So, what do you need? Warum denkt man da laut drüber nach? Hinter jemand? Müssen wir gleich mal gucken gehen. I have to go. Ah ja. Danke fürs Gespräch. Hallo. Oh ja, Junge. Ulrich. Ja, sehr, talkative. Hallo, Jerome. Nee, oh. Jarmo Pettinen. Das klingt, als wenn das irgendwie aus Skandinavien kommt, das Spiel, oder? Oder da spielt zumindest. Wow. Ja, die Gespräche kann ich mir also sparen, wie ihr seht. Ist das hier? Ah ja, hier gibt's Pisu. Hallo. Ah, die Gulaschkanone. Henrik. Oh, hey. Are you hungry? We've got some hot pea soup here. Would you like a bowl? Yes, please. Well, you know, there's more to life than just food, my friend. Will doch nur was zu essen. Gib her jetzt. You need more than just physical sustenance. You need spiritual nourishment too. Nee, nee, ich brauch nichts für mein Spiritus und so. To truly savor this pea soup, you must pray for it. Sounds good. Let's bow our heads for a moment and pray. So. Danke. Pets. Oh. Na gut, hat sich gelohnt mit ihm. Streckt er mir die Zunge raus oder ist das seine Unterlippe? Kollege, was ist falsch bei dir?
Oh, dieser Fungus ist nicht gut. Oh, er hat das auch. Liegt das vielleicht an der Erbsensuppe? Redemption Militia. Nee. Oh, und die Plastic Bottle. Wir suchen jetzt erstmal den Gebäudekomplex. Vending Machine. Ah, hier kann ich die kaufen, aber was war drinnen, sagten die, ne? Ob ich das abgeben kann? Ja. Hm. Ah, hier kann ich vorbei. Sieht ja super aus hier. Muss hier irgendwie rüberkommen. Kann ich hier durch? Lockt. Aber da ist mein Haus. Da hinten, das sieht aus wie eine Brücke. Was ist das? Hm. Kann ich nicht nehmen. Toll. Ah, aber die Flasche. So, kommen wir über die Brücke. Auch abgeschlossen. Warum muss ich denn dafür bezahlen, dass ich zu meinem... Oh nein, jetzt habe ich voll viel da reingeschmissen. Oh, Mist. 20 habe ich dafür rein... Ah ja. Hier wollen bestimmt eine Menge Leute leben. Das sieht ja voll schön aus. Die Kinder haben einen schönen Spielplatz hier. Guck mal. Approved. Ja, hier auch. Sehr sicher sieht das auch alles aus. Und da können sie ein bisschen Klettern üben. Man muss die Ansprüche halt hochsetzen und ein bisschen das Risiko und sowas. Dann lohnt sich das für die auch so richtig. Ja, sieht toll aus. Ich meine, da können sie schwimmen üben. Mhm. Mhm. Toiletten auch 1A, würde ich sagen. Toilet Relief. Ah ja. Kann ich damit machen? Back of Boom. Nee, danke. Geh da erstmal weg. Ja. Hier ist unsere Bude. Was ist jetzt meins? Cool. War unsers. Examine the stairwell, the apartments, the tenement. Hm. Ja, cool. Überall ist das grüne Zeug. Das macht bestimmt total Spaß, da drin zu wohnen. Oh. Die Aufteilung ist aber ganz cool. Also hier könnte man halt Toilette machen. Richten wir das doch mal ein. Spielen wir ein bisschen Sims. Sieht ja fast so aus. Das ist dann das Wohnzimmer, ganz klar. Mit Küche. Würde ich sagen, ja. Hier ist dann das Schlafzimmer. Und hier haben wir ein Kinderzimmer. So 1A. Schicke Bude. Unten. Under Construction. Mhm. Da geht's nicht weiter. Alles klar. Eins haben wir schon mal angeguckt. Okay. Das ist meins. Was auch immer ich damit will, aber bestimmt können wir es verkaufen. Lenk. Oh shit, haben wir unten alles mitgenommen? Moment. Das Zeug, das macht mir echt ein bisschen Sorgen. Oh, wir haben nicht alles mitgenommen. Oh, was? Zauberback. Ach, hier können wir sägen. Ah. Aber was? Die Dinge? Furniture Parts. Aber wie muss ich das denn jetzt anmachen? First. Ja. Naja, okay. Also theoretisch können wir hier was machen. Jetzt müssen wir erstmal was trinken. Drink. Alkohol needed?
Paul. Empty Wine Bottle. Ich hab keinen Alkohol, Kollege. Oh Gott. Ja, grundsätzlich ja eine lustige, also was heißt lustig? Lustig ist vielleicht das falsche Wort. Eine interessante Mechanik. Beer Crate. Da können wir vielleicht leere Flaschen reinballern. Obwohl, nee. Nachher gehört das dem neuen Bewohner dann. Natürlich. Scheiße. Das heißt, ich muss jetzt irgendwie Alkohol auftreiben. Toll. So habe ich mir das nicht vorgestellt hier. Pipes. Ja, bedeutet ja eigentlich, wir müssen jetzt erstmal alles absuchen, hoffen, dass wir vielleicht was finden zu saufen. Aber was ist das denn? Ist das denn Alkohol? Taste fantastic, strength, hydration. Damn. Was ist denn Osmo-Olut? Das sieht ja aber aus wie Alkohol, oder? Ja, okay. Also muss ich mir gleich echt einen reinzwirbeln hier, wa? Eieieiei. Ob er hier irgendjemand vergessen hat. Oh ja. Essen. Oh. Empty Glass Bottle. Ja, das wollte ich nicht lesen. Toll, welches ist denn... Ih, was ist das? Shit. Wow. Warum habe ich das eingepackt? Verdammt, das sah nämlich auch schon so aus. Ah, egal, wer weiß. Lieber haben als brauchen, oder wie war das noch? Ich muss jetzt mal gucken, ob das hier... 45% schon... Ah. Toll. Also da war kein Alkohol drin. Scheiße. Boah, super viele Baumaterialien. Bin gerade etwas überfordert. Beer Crate. Empty, 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 empty. Ja, wir haben hier ganz viel zur Verfügung. Oh, hier können wir vielleicht einen Durchbruch machen. Wie zum Teufel ist derjenige oder diejenige da reingekommen? Muss sehr klein gewesen sein. Okay. Haben wir hier denn noch? Empty, empty. Was ist? Leer, Mann. What the fuck? Malone Petronis. Get out of my home, you... I... cough. Oh damn, what do you want? I own this place, so you have to leave. This is my property now, so I have to talk to you. Why are you? Why are you living here? Your property? Did those damn rats give this shithole to you? How dare they do this? So tell me. What do you want to talk about? Rent. Maybe I can pay you if you leave. Whatever, I'm going to beat you. Wir versuchen das mal, oder? You? Ha! Go ahead. Okay, okay, I have an idea. What do you mean? Oh ja, er will mir helfen, das ist gut. I know how things work here in Open Sewer and you are a new turnip. I will advise you on how to make things work here. Fine. I get to live here for free. And you can also renovate my apartment for free, of course. Isn't that fair? I will give my valuable information to you and you will be happy. Klingt eigentlich gut. Ja, komm. Oh, ein Plan für das Gebäude, das ist gut. Go to talk to Samuel Jonasson.
and show him that blueprint. He's contract work business owner and he probably can help you to renovate this building. Klingt gut. Ich muss pissen, Kollege. And when you have done that, come talk to me. I have to go now. Hör auf zu husten, ich muss hier weg, ey. Hör auf jetzt! Ja, ja, ich habe alles verstanden. I understood. Gut. Danke. Tschüss. Hast du hier eine Toilette? Verdammt! Du hast doch keine Toilette. Wie machst du das? Willst du nicht wissen. Building Menu. Oh! Ach, so kann ich auch rein räumen. Ah. Ja, toll. Ich wollte aber nicht aufräumen. Ich brauche jetzt eine Toilette. Ja, ich war heiß. Ich muss dringend auf Klo. Das war's? Das waren doch nicht 17 Apartments. Zum Teufel. Toll. Wo kann ich denn jetzt auf Klo? Hallo? Wie kann ich auf Klo? Scheiße. Options? Controls? Nee. Ja. E-Bindings. Super hilfreich. Ja. Ich gehe mal draußen nach dem Klo suchen. Oh ja, stimmt. Das gute Dixie-Klo. Cool. Das war die abgefuckteste Toilette, die ich hier benutzen musste, glaube ich. Kann man das sortieren? Use, drop. Sort. Immerhin. Ah, okay. Es ist doch Alkohol drin. Das heißt... Dieses Osomoso oder wie das heißt, das muss ich saufen. Gut. Wir gehen da jetzt rein. Und was wollte ich denn machen? Ach nee, wir sollen ja zu dem Dude da gehen, ne? Ladezeit. My cozy apartment. Malone told you that you should take the apartment from the first floor. Ja, wo geht's denn jetzt los? Ist das first floor oder... Live, love, love. Get a fucking job. Gut. Nehmen wir das? Ich weiß nicht, was er mit First Floor meint. Building Menu. Ah. Aber wir können ja erstmal aufräumen hier. Oder meinte er das? The area has not been fully... So, ja, weil ich da nicht reinkomme. Alles klar. Hier? Hunger. Ah, okay. Cleaning Mode. Auch. Desinfektionsmittel.
Cleaning Spray. Okay, wir können hier richtig sauber machen. Das finde ich ja eigentlich ganz gut. Nur irgendwie nervt mich das, dass ich nicht weiß, welches meins jetzt werden soll. Keine Ahnung, wie das hier in dem Land ist, wie die zählen. Da Erdgeschoss, gibt es da kein Erdgeschoss? Blueprint, Wooden Half Pallet. Ja, gut, toll. Können wir hier nochmal hingehen? Use. Ich schnall immer noch nicht, wie das gehen soll. Warum kann ich das nicht? Wir haben doch 4. Kann ich den Stapel irgendwie teilen? Nein. Nein, jetzt nicht. Genau, falsch rum. Drop. One. Und jetzt nochmal hier ran. Wenn ich genau 4 hier reinlege. Craft. Mach's doch jetzt. Okay. Ich schnall's nicht. Moment, oder muss ich das hier drop. Woodlock. Muss die da rein? Planks. Ah. Das geht. Das nur, wenn ich da dran bin? Ja. Okay, cool. Gucken wir so lange hier. Getting started. Junkwood. Und Sägespäne. Cool. Ich schneide es nicht. Irgendwas hat das mit diesem Crude da tun, weil der Modifier hier drauf ist. Vielleicht geht das an dieser Werkbank einfach nicht oder an diesem Wege-Dings der Bumse da. Bucket of Paint. Ich wollte gerade fragen, ob ich das essen kann. Nein, kann ich nicht. So, aber das konnte ich essen. Hydration. Drink. Muss ich schon wieder auf Klo. Cool. Oh, du hast aber auch echt eine kleine Blase, mein Freund. Ja, gehen wir auf Klo und dann bringen wir mal Glasflaschen weg, würde ich sagen. Brauchen wir ein bisschen Platz. Aber nein, ich bin müde. Cool, also gehen wir wieder rein.
Wie immer übrigens, mir fehlt Musik. Ihr kennt mich. Auch da ein bisschen musikalische Untermalung. So, First Floor. Lieb. Ekelhaft. Unsafe. Mal gucken, ob das hier denn auch irgendwo ein Bett gibt. Ich kennen könnte. Nein. Und dann haben wir gleich vielleicht auch die Frage beantwortet, welches denn mein Zimmer sein soll. Natürlich, dieses Abgefuckte mit dieser ekelhaften Matratze auf dem Boden. Hab schon verstanden. Ja, hier wohnt der Dude. Hier gibt's kein Bett. Da gibt's kein Bett. Betty Bett. Ja. Somit wissen wir zumindest, ja, welches unser wunderschönes Zimmer ist. Natürlich muss ich jetzt schon wieder saufen. Ja, ein bisschen hält es ja wohl noch aus. Okay, dann machen wir ja, weil es ja unser Zimmer ist, mal ein bisschen sauber, ne? Also in der Theorie, weil jetzt ist schon wieder mein Inventar voll. Hab's nicht leicht. Kabel hier. Zack. Ne, die Matratze können wir da ja liegen lassen. Die ist ja wunderschön. Okay. Können wir nochmal zum Markt gehen und da eben gucken, ob wir die Bottle, was wir dafür kriegen, für die paar Flaschen. Es regnet. Na toll. Bestimmt voll der gesunde Regen. Ist die Frage, muss ich da jetzt jedes Mal Geld bezahlen, um rüberzukommen? Wahrscheinlich schon. Trash Can. Cool. Wie umsonst? Hunger habe ich auch schon wieder, natürlich. So, wo ist denn Open Market? Hier, jetzt links. Das ist Bazaar. Home Market da. Pharmacy. Pharmacy. Oh. Home Market da. Eiers Grill. Oh, was gibt's denn hier? Hamburger, Glowing Hamburger. Hotdog, Glowing Hotdog. Grilled Potato, Grilled Turnip. Sausage, Glowing Sausage. Das klingt irgendwie alles nicht so geil. Also. Mit dem Glowing. Ja. Bottles and Cans. Ja. Was haben wir denn? Empty. Da. Good point. Wuhu. Naja, immerhin kriegt man dafür was zurück. Empty Plastic Bottle. Die Can. Und die Cup. Und die Müllkarton. Was willst du denn noch? Nimmst du bestimmt alles nicht. Ich glaube, das war's, wa? Oh, ja, sowas nach hinten. Plastic Trash. Na gut. Oh.
Vielleicht gewinnen wir ja. Für 8 spielen wir mal eben. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Ja, und wie funktioniert das jetzt? Ach, da muss man gleich. Hm. Gut. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, aber wir gucken mal, ob wir gewonnen haben. Nein. Hm. Ach so, wir sagen, was gewonnen hat. Okay. Oder was gewinnen wird. Jetzt sagen wir recht. Oder was? Okay. Vielleicht könnt ihr mir das Spiel erklären. Oh, wir haben gewonnen, glaube ich. Double Pets. Ich sollte aufhören mit Glücksspiel. Habe ich ihn da noch drin? Nein. Na toll. Oh nein! Was hatten wir vorher? Diagonal. So eine Scheiße. Ja. Okay. Wir können hier ein bisschen Glücksspiel machen, aber lasst die Finger davon, die Bank gewinnt immer. Mhm, mhm. Teddybären gibt's. Lecker Essen gibt's. So. Bier, Alkohol, Drinks, Wein, nicht alles selber. Egal. Hallo Miriam Freiter. Yeah? I want to ask something. Don't ask. Cool. Ich würde sagen, damit beenden wir den Test. Ja, wie soll ich sagen? Irgendwie ist der Funke nicht übergesprungen. Es spielt sich ein bisschen behäbig irgendwie. Ich weiß nicht so recht, was ich machen soll. Was mit den Abhängigkeiten ist irgendwie ganz schön fies. Ich glaube, man muss sich da vielleicht einfach ein bisschen reinfuchsen. Dann könnte es lustig sein, gerade weil man diesen Part mit dem Gebäude hat, dass man dann upgraden kann, ausbauen kann, schick machen kann, dann vermieten, damit Geld verdienen. Von daher glaube ich schon, dass das lustig sein kann, aber für mich jetzt erstmal irgendwie so auf den ersten Blick nicht. Außerdem, zur Wahrheit gehört auch, dass ich gelesen habe, dass es einen Bug gibt, bei dem man Dinge verliert, die im Gebäude sind. Kann auch ein voller Schrank mit ganz vielen wichtigen Gegenständen sein. Weshalb man einfach zwischendurch ständig speichern soll. Damit man im Zweifel auf ein altes Update oder auf ein altes Save-File zurückkommen kann. Der Entwickler weiß davon, konnte es aber bisher scheinbar nicht fixen und das Ganze schon eine ganz ziemlich lange Weile. Ziemlich Langeweile, sagt man das? Keine Ahnung. Auf jeden Fall schon eine ganze Weile so rum. Und ja, ist dann vielleicht auch nicht so die beste Werbung. Ansonsten, die Ideen sind ja vielleicht ganz witzig. Aber nochmal, irgendwie spielt sich das ein bisschen behäbig. Aktuell würde ich es jetzt nicht unbedingt empfehlen. Die Steam-Reviews sind aber gut. Das heißt, vielleicht hängt da auch doch irgendwie mehr dahinter. Soll wohl sehr lohnenswert oder sehr lustig sein, alles zu erkunden und so weiter. Man trifft immer wieder nette Leute, anders als hier Miriam. Und naja, vielleicht habe ich den Charme des Spiels einfach noch nicht so ganz entdeckt. Mag ja sein. Ihr könnt ja mal sagen, was ihr davon haltet, ob euch jetzt das in den Fingern juckt und ihr sagt, hey, ich möchte auch gerne Alkohol, Drogen und Mushroom abhängig sein. Dann ist das Spiel vielleicht für euch was. Ansonsten, ja, vielleicht lieber die Finger davon lassen, genau wie von Drogen und so, ne? Also, ja, danke, dass ihr zugeguckt habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, bleibt sauber und tschüss.